Was ist der allergrößte Feind im eigenen Leben? So war es auf alle Fälle bei mir. Bei mir in meinem eigenen Leben war niemals ein Gegner von außen so groß als wie der eine Gegner. Egal ob im privaten Bereich, im geschäftlichen Bereich, im finanziellen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich, im Aufbau von einer neuen Idee, von einer neuen Struktur oder im Kundenbereich, Kunden verloren, Kunden gewonnen, Geschäftsbereich gewonnen, Geschäftsbereich verloren und so weiter und so weiter. Das sind große Herausforderungen, die uns oft sehr fordern. Mein wahrlich allergrößter Gegner war immer nur einer. Mein größter Gegner, und schau mal, wie das bei dir ist, mein größter Gegner war immer der da oben, der. Und so entsteht Unfreiheit, Unklarheit und keine Leichtigkeit. Wir verlieren Leichtigkeit. Und wenn wir Klarheit, Freiheit und Leichtigkeit, innere Leichtigkeit haben, dann spielen wir die äußeren Umstände viel leichter. Das ist dann, geht dann ganz fließend, ganz leicht. Allerdings, wenn der da oben wie ein Felsen im eigenen Fluss drinnen liegt, dann staut sich der Fluss. Es fließt nicht mehr, es läuft nicht mehr, egal in welchem Bereich. Und wenn der da oben eben klar ist, dann laufen die Dinge leicht. Alles, was kommt, geht viel leichter. Und alle Impulse, die wir dann setzen, gehen ebenfalls leicht, fast von selber. Dann spielst du dein Leben mit Leichtigkeit. Und das immer. Und genau das wünsche ich dir. Und wenn du Lust auf mehr hast, echt auf die nächste Stufe zu gehen und diesen Felsen da oben eben dahin zu stellen, wo er hingehört, dann come in. Ich freue mich auf dich. Allerdings ganz wichtig, die Termine mit mir sind sehr dünn gesät, weil ich mache diese immer selber, komplett selber. Darum, ich biete hohe Qualität und keine Quantität. Wenn du das Gefühl hast, come in und auf jeden Fall beim nächsten Video, ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!